Für die ganzen Leute auf YouTube, das hier ist wieder so ein Live-Let's Play, würde ich sagen. Deswegen sind hier nicht wundern, wenn ich auf Leute reagiere, die im Chat sind. Hier sind auch die Alerts deaktiviert für den Chat. Ich werde die natürlich trotzdem immer Pause machen, vorlesen und schneide es dann für YouTube raus, ist klar. Ja, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 2 Tagen, haben wir den ersten Teil gespielt und jetzt ist Valiant Hearts 2 rausgekommen, gestern schon. Gestern bin ich aber nicht dazu gekommen, weil erst um 19 Uhr konnte man spielen. Und wenn euch der erste Teil interessiert, unten in der Videobeschreibung kommt ihr zum ersten Teil. Aber ihr könnt ihn auch notfalls so genießen, weil es ist eine unabhängige Geschichte. Es geht nur mit 2 Charakteren. Die 2 hier, die waren schon im ersten Teil dabei und der Hundi. Ja, und es wird jetzt, denke ich, auch wieder eine tragische Geschichte, aber vielleicht auch wieder eine schöne Geschichte. Also auch wieder auf seine Art schön und tragisch zusammen. Es geht halt um das Thema Krieg. Ja, diesmal werde ich, glaube ich, gleich probieren vorzulesen. Und diesmal gibt es halt keine deutsche Erzählerstimme. Es ist halt Englisch, aber mit deutschem Untertitel, also werden wir trotzdem alles verstehen, denke ich. Ja, auf jeden Fall werden wir dann, würde ich jetzt sagen, gleich mal anfangen für die ganzen Leute auf YouTube. Ihr werdet das natürlich in Episoden kriegen und ja, dann würde ich einfach mal starten. Ich habe hier, wie gesagt, schon mal die Einstellung gemacht, deswegen fangen wir mit einem neuen Spiel an. So, wir sind direkt ins Kriegsgeschehen reingeworfen worden. Ich habe keine Ahnung, wer wir sind und wo wir sind und was wir machen, aber wir tun's. Okay, okay, weiter, weiter, weiter. Zugriff. Oh, Bomben. Die sind jetzt, diesmal sind die mit Rot gekennzeichnet, was ganz gut ist. Ah, ich liebe immer noch die, den Comic-Stil, gell, der ist richtig schön. Hä, lauf halt weiter. Nein! Nein! Ich muss ja nebenbei noch meinen Rätsel aufmachen. Sorry. The last 3 years of war have shown no mercy to either side. The bitter fighting continues across Europe over land, sea and air, leaving behind mountains of casualties. And many more broken souls. The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6th, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the US Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism in hopes of returning home as heroes. James is one of these men. Oh, es geht also um James. Das ist einer der neuen Charaktere. Ich glaube, das ist James' Geschichte. An die Front, Kapitel 1. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too backbreaking. It's good to receive news from you and from home. Keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies. Afraid that if we stand tall, we might catch a bullet. But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can. To stay away from this madness. Oh, sie sind Brüder. Everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There is nothing here but misery and death. Be safe and stay home, Freddy. Oh, Freddy. Dann ist Jones, der Bruder.
Der Bruder von Freddy, dem, wo er geschrieben hat, wo er gesagt hat, dass die Leute mehr am Krieg teilnehmen wollen. Das hatten wir doch im ersten Teil. Oh, und scheinbar ist James ein Musikherr. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Ausbildungslager der USA, 16. Juli 1917. Vor allem, wartet. Hier sind Sachen zu lesen. Und jetzt kann man natürlich scrollen, kacke. Jetzt, wo ich mich entschieden habe, Sachen vorzulesen. Auf jeden Fall, wir müssten hier auch den Sturm der Normandie miterleben. Normalerweise. Kriegseintritt der USA 1917. Im April 1917, mehr als 2,5 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, erklärte die USA dem Deutschen Reich den Krieg. Präsident ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Wilson hat lange versucht, Neutralität zu bewahren. Zumal die öffentliche Meinung des Anfang des Jahres 1917 einer Intervention ablehnenden gegenüber, einer Intervention ablehnend gegenüberstand. Doch der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und die abgefangenen Zimmermänner, die Bashi, ich weiß nicht, wie es heißt, durch die Bündnisangebote des Deutschen Reiches an Mexiko aufgedeckt wurden, veranlassten die amerikanische Regierung schließlich zum Kriegseintritt. Oh mein Gott, wie viel. Der selektive Service-Akt und die Einberufung. Mit dem 8. Mai 1917 Erlass Selective Service Act, wurde in den USA die Wehrpflicht eingeführt und Soldaten eingezogen, die nach Europa in den Krieg geschickt werden sollten. Erstmals waren alle Männer zwischen 21 und 30 Jahren unabhängig von ihrer Hautfarbe wehrpflichtig und konnten nach ihrer Erfassung eingezogen werden. Bis zum Ende des Krieges wurden 4,8 Millionen Männer rekrutiert, von denen sich 2 Millionen freiwillig gemeldet hatten. Alter Schwede. 2,8 Millionen Männer wurden unfreiwillig in den Krieg geschickt. Aber wer geht schon gerne in den Krieg? Aber natürlich mutig für die Leute, die 2 Millionen freiwillig, die sich so gemeldet haben. Insgesamt wurden 2 Millionen in den Kampf geschickt. Im Deutschen Reich waren jeder Mann zwischen den vollendeten 17. und 45. Lebensjahr wehrpflichtig. Insgesamt wurden auf deutscher Seite mehr als 13 Millionen Soldaten rekrutiert, von denen 2 Millionen fielen. Und über 4 Millionen verwundet wurden. Aber Moment, ist eigentlich eine ganz gute Bilanz, oder? Es sind 6 Millionen von 13 Millionen. Das ist gerade mal die Hälfte. Wenn ich jetzt danach... leider steht hier jetzt nichts, wie viel in den USA gefallen sind. Okay. Ich mach mal hier immer beim Lesen aus, dann kann ich notfalls später nachsynchronisieren. Rassentrennung. Obwohl die Sklaverei in den USA 1865 offiziell abgeschafft worden war, bliebe die Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung bestehen. Die Rassentrennung wurde mit einer Reihe von Gesetzen, den sogenannten Black Codes, durchgesetzt, die auf der staatlichen oder lokalen Ebene verabschiedet wurden und die Rechte der Afroamerikaner einschränkten. Ja, okay. Auch wenn Schwarze heiraten und manchmal auf Eigentum erwerben durften, blieben ihnen andere Rechte verwehrt. So war es ihnen verboten, Weiße zu heiraten, und sie durften weder als Zeuge auftreten noch wählen gehen oder eine Waffe tragen. In Amerika keine Waffe tragen. Das ist... Jeder durfte sich wehren, versteht ihr? Und jeder wusste auch, dass nur die Weißen die Waffen tragen durften. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will es gar nicht so thematisieren. Für YouTube ist das eh immer ein bisschen schwierig. In dieser Zeit der
weißen Vorherrschaft waren Schwarze, insbesondere im Süden, Lynchmord und Gewalt ausgesetzt. Und sogar in den militärischen Ausbildungslager herrschte strikte Rassentrennung. Was so schrecklich und so dumm ist einfach. Ganz ehrlich, ihr müsst doch gemeinsam für ein Land kämpfen. Warum Rassentrennung? Das muss ich gar nicht verstehen, ganz ehrlich. Die Anfänge des 15. Regiments. So, das 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde war ein Infanterieregiment aus dem Bundesstaat New York, das hauptsächlich aus Afroamerikanern bestand. Jedoch aus Männern aus anderen Ländern wie Puerto Rico, Kuba oder Kenia, oder? Guyana? Ich kann es nicht aussprechen. Aufnahmen. Sie wurden hauptsächlich von weißen Offizieren geführt. Natürlich. Aber es gab auch ein paar afroamerikanische Offiziere, immerhin. Nach Abschluss der Ausbildung im Bundesstaat New York mit ungenügend Mitteln wurde das 15 in die US-Armee integriert. Das 15. Regiment in die US-Armee integriert und erhielt endlich die angemessene Ausrüstung. Ein Gewehr pro Soldat, anschließend zogen. Die hatten nicht mal eine Waffe pro Soldat? Alter. Anschließend zogen sie nach Süden ins Camp Wadsworth, ja, wo sie ihre Ausbildung aber nicht abschließen konnten, da sie immer wieder zu rassistischen Übergriffen durch die Einheimischen kamen. Kurz darauf wurden sie in den Krieg geschickt. Ihre Ausbildung war nicht mal beendet. What the fuck, Chat? Was ein Scheiß. Und überall natürlich nur Weiße. Na klar. So. Sorry, wenn ich nebenbei trinke, aber ich brauche ein bisschen Energy. Halt, warte, ich will wissen. Haben wir vielleicht schon ein Item übersehen? Wir hätten ja auch hinterlaufen können. Hallo, rennst du? Wow, einfach dieses Schild. Ich habe es jetzt erst gecheckt. Weiße, schwarze, versteht ihr? Okay, ich kann nicht weiter zurückgucken. Das habe ich vermisst, tatsächlich. Hallo? Warum läuft's nicht? Meine Maus, warum ist die eigentlich im Bild, Digga? Warum ist meine Maus im Bild? Ich verstehe das nicht. Jetzt ist sie weg. Okay. Jetzt geht's. Sorry. Aha, da hinten drin. Wir sind auf jeden Fall. Jonas ist scheinbar Musiker. Ja, ist schon klar, dass ich da nicht rein darf. Hä? Okay, wir hätten einfach alle durch dieselbe Tür rein können, aber hey. Strikte Rassentrennung. Hey, wo ist meine Klarinette? Ah, das ist ein Zettel. Oh, das ist das erste Sammelstück, okay. Kann ich hier Objekte, kann ich auch lesen? Ein Berufungsbefehl. Diese registrierte Rekrutenkarte für die Einberufung wurde von dem Rekrutierungsbeauftragten der US Army ausgefüllt. Während des Ersten Weltkriegs herrschte in der US Army Rassentrennung, wohingegen die US Marine überhaupt keine Afroamerikaner aufnahm. Bei diesen Registrierungskarten wurden die linken untere Ecke abgetrennt, wenn die Rekruten Afroamerikaner waren. Was, echt? Die untere... Alter. Okay, damit man unterscheiden kann, oder was? Krass. Ja. Jeder hat Waffen gekriegt, nur wir.
Wir kriegen natürlich einen Besen. Und los. Aber wenigstens ist unser Ausbilder nett. Glaube ich. Attacke! Ha! Oh, mit einem Schlag macht er. Nehmen wir einen Stein. Es bewegt sich nicht mehr von selber, Chat. Oh mein Gott, es ist so gut. Viel besser. Ja! Weil im ersten Teil ist das immer so hin und her geschwankt. Das war so doof. Und so. Attacke! Rüber! Ah! Zugriff! Oh, was ist das hier? Halt, Moment, ich habe was übersehen. Müssen wir vielleicht irgendwas? Haben wir irgendwas übersehen? Ich will kurz gucken, was. Chill mal. Kurzen Moment. Wir haben einen Besen. Da ist es! Oh mein Gott. Warum kann ich es nicht einsammeln? Ich kann es nicht einsammeln, Chat. Okay. Ich kann es einfach nicht einsammeln. Hab's gerade probiert. Da war es auf jeden Fall. Wir hätten alle entdeckt. Hä? Ich würde gerne Stein da auf die linke Seite rüberwerfen, bin ich ehrlich. Weißt du, die dürfen mit Handgranaten und so trainieren und wir müssen mit Steine und Besen kämpfen. Krass. Oh ne, da ist es. Hä? Was war das dann? Wir müssen nur einmal drücken. Und schieben. Okay. Und die Sachen sind nicht mehr nach der Reihe scheinbar. Natürlich, die dürfen salutieren und wir müssen kehren. Einen Feldweg. Wir müssen einen Feldweg. Dear Freddy, it's good to hear from you. Sorry to disappoint, but it looks like I'm following you around again. I've already enlisted with the 15th New York National Guard Regiment, or the old 15th, as they call us. We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you win the war. But don't you worry about me. I can take care of myself just fine. Your little brother, James. Er ist also der kleine Bruder von Freddy, okay. Warum ist meine Maus immer da? Hilf mich. April 9.